Hoi zusammen, wir sind hier an der Ulma an der Käsepremierung. Habt ihr gewusst, dass es eine Käsepremierung gibt? Ich denke, es gibt einen rezenten und einen milden Käse. Aber es gibt x verschiedene, die ausgezeichnet werden. Fein ist er ja. Aber wir gehen jetzt mit jemandem reden, der von Käse richtig eine Ahnung hat. Du hast auch gesagt, du tust in Obwalden tust du Käse machen. Jawohl. Eingereicht hast du bei uns ja nicht. Nein. Darf man wissen, wieso? Ja, wir haben so bald eine selber Alpkäse-Premierung. Und da tue ich dort mitmachen und mein Käse prämieren. Und ja, eigentlich hätte ich schon keine Einschicke, aber ich habe eigentlich das Einsendetatum verpasst. Ich sage es gerade ehrlich. Worauf schaut denn die Jury bei den Einreichungen von Käse? Wieso oder warum ist genau der Käse, der hier prämiert wird, und der Sieger? Die Jury schaut auf die Lochung, auf den Geschmack und auf das Äußere und auf das Aroma. Aber die Oberjury hat ein Reglement geschaffen, wo der Jury genau muss nach dem Reglement die Käse prämieren muss, als sie eine Einheit bekommen. Sie haben jetzt hier ein bisschen Käse mitgenommen und Sie haben gesagt, es kommt auf den Geschmack drauf an. Wenn Sie jetzt diesen Käse probieren, was sagen Sie, was für ein Geschmack ist da und wie schmeckt der Ihnen? Der Käse, den ich jetzt hier habe, der ist eher nicht so hart, nicht so trocken, würzig. Also für mich persönlich hat er jetzt lieber noch gären, ein bisschen würziger, ein bisschen trockener, aber obwohl das qualitätsmässig sehr ein guter Käse ist. Aber es ist immer ein bisschen Geschmackssache. Oder? Das ist überall so. Noch einer hat er vielleicht ein bisschen stärker, der andere ein bisschen licker. Das ist schon im Wein so. Einer findet, der Wein ist gut, der andere denkt, nein, der Wein ist nicht gut, der andere ist besser. Das sind einfach, die Geschmäcker sind verschieden. Das ist so, ist menschlich. So, jetzt wissen wir mehr. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Käse so vielseitig sein kann. Man lernt ja nie aus. Für den Moment habe ich echt genug Käse gesehen.